begrüße euch recht herzlich zum zweiten Mal zu diesem Vlog. Dieses Mal habe ich mich dazu entschlossen, auch auf Play zu drücken. Ich sitze hier fast so, als ob mitten im Winter ist. Es ist in Wahrheit Anfang Juli, aber ich bin gerade so viel bergauf gelaufen und schwitze. Und dann ziehe ich mich lieber warm an, wenn ich Pause mache. Warte, bis mein Wasser kocht, damit ich was essen kann. Und wollte jetzt mal in diesem Vlog ein Thema ansprechen, was euch wahrscheinlich nicht gefallen wird. Was ich selber eigentlich auch nicht so cool finde. Was man aber, wie ich finde, doch wissen sollte. Es geht darum, wie sich die Nutzung des Internets oder mal ganz allgemein moderner Medien, also auch Fernsehen, aber ich beziehe mich jetzt in erster Linie immer aufs Internet, auf Kinder und Jugendliche auswirkt und auf deren Entwicklung, vor allem auf die Entwicklung des Gehirns. Und ihr merkt vielleicht, das ist keine gute Entwicklung. Aber der Reihe nach. Vor ein paar Jahren hat unsere Bundeskanzlerin, also die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, gesagt, das Internet, das ist für uns alle Neuland. Und da gab es eine Menge Proteste aus den Reihen derjenigen, die heute so ungefähr 18 sind. Und die haben gesagt, so ein Blödsinn, der hat ja keine Ahnung, bloß weil die Bundesregierung nicht weiß, wie das funktioniert und überhaupt und sowieso. Und ich dachte mir, die Frau hat absolut recht. Das Internet ist ziemlich genauso alt, also so wie wir es heute kennen, ziemlich genauso alt wie ich. Und niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, ich bin alt. Ich bin 28. Das ist aus Sicht eines Grundschülers sicherlich alt, aber hey, meine Oma ist 90. Die ist alt. Ich bin nicht alt. Und etwas, was noch nicht mal 30 Jahre alt ist und damals, ich glaube, noch nicht mal 25 Jahre alt war, das ist selbstverständlich noch ziemlich neu. Und es ist vor allem deshalb so neu, weil es ja auf der ganzen Welt gibt. Und auf der ganzen Welt sieht es mehr oder weniger gleich aus. Und es ging damals, wenn ich mich recht erinnere, darum, dass man Regeln und Gesetze aufstellt. Nur das ist halt nicht so einfach. Das ist ja kein Land, das Internet, was sagen kann, wir stellen die und die Gesetze auf. Weil das dann wieder Gesetze wären, die in anderen Ländern so nicht gelten dürfen, weil es dort andere Gesetze gibt. Also das ist wahnsinnig neu. Sowas gab es noch nie. Naja, geht nicht. Der Witz an der Sache ist, die darüber so laut gelacht haben, sind die am wenigsten verstehen, wie es funktioniert. Ich meine, das Internet ist ja eigentlich total cool. Man kann total viele Sachen damit machen und man kann es extrem nutzen. Das kann einem viel erleichtern. Aber genau da ist das Problem. Ich meine, es ist ja alles schön und gut. Ihr guckt meine Videos, ihr wollt irgendwas lernen oder ihr habt was nicht verstanden und wollt es jetzt halt doch verstehen. Und das ist ja cool. Das hat aber einen Haken. Ihr wisst nicht, wie man es selbst rausfindet. Und das merke ich tagtäglich in den Kommentaren, in den E-Mails und was auch immer ihr mir für Nachrichten, ihr auf welche Weise auch immer, zukommen lasst. Wenn ich wissen will, wie was funktioniert, dann mache ich dasselbe wie ihr auch. Ich gehe mal ins Internet. Oder vielleicht habe ich zufälligerweise ein Buch da und ich weiß, da habe ich mal was gelesen, dann gucke ich aber da rein. Aber meistens ist es das Internet, weil da ist eine Suchfunktion, das ist super praktisch. Da geht es schon los. Enorm viele Leute haben keine Ahnung, wie eine Suchfunktion überhaupt funktioniert. Die stellen Fragen, die andere vor ihnen schon mehrfach gestellt haben und die sie locker, rucki-zucki, beantwortet hätten, würden sie die Suchfunktion nutzen. Stattdessen fragen sie neu. Jetzt kann man ja sagen, ja, das macht dir nichts, du willst es ja wissen. Stimmt, was wissen wollen, ist immer super. Aber wenn man sich alles erklären lässt, dann fehlt dem Hirn was. Nämlich das Wissen, wie es dazu kommt. Und das wiederum ist das komplexere Wissen. Jetzt muss ich euch ein bisschen erklären, wie das Gehirn funktioniert. Ich hoffe, es wird nicht langweilig, weil eigentlich ist es nicht langweilig. Ich mach's mal ganz, ganz grundsätzlich. Ihr habt im Gehirn sogenannte Synapsen. Das sind die Enden der einzelnen Nerven, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das spielt jetzt aber auch gar nicht so eine große Rolle. Auf jeden Fall ist die Tatsache, dass ihr sprechen könnt, dass ihr laufen könnt, dass ihr denken könnt, ist damit verbunden, dass diese Synapsen sich verknüpfen. Je mehr Synapsenverknüpfungen im Gehirn ihr habt, desto schlauer seid ihr, desto mehr könnt ihr machen, desto... Ja, man kann eigentlich im Grunde sagen, desto älter seid ihr, weil je länger ihr lebt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr natürlich, diese Synapsen zu verknüpfen, rein theoretisch. Wenn man das aber nicht macht, hat man ein Problem. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie ein Netzwerk. Sei es jetzt ein soziales Netzwerk oder ein privates Umfeld. Ihr kennt jemanden. Und der kennt bestimmt jemanden, den ihr nicht kennt. Trotzdem, dadurch, dass ihr ja den ersten kennt, habt ihr in einer gewissen Weise einen Kontakt zum zweiten. Ihr könnt zum Beispiel sagen, oh Mann, ich bräuchte jetzt dringend was weiß ich. Und dann sagt der erste, ey, ich weiß da jemanden. Und schwupps, neue Verknüpfung, neuer Kontakt. Und je mehr Kontakte ihr habt,
desto mehr Möglichkeiten habt ihr für jeden Moment in eurem Leben jemanden zu haben, der euch in irgendwas helfen kann oder was weiß ich, kommt darauf an, was ihr da wollt. Super Sache. Wenn ihr diese Kontakte alle nicht habt, müsst ihr viel häufiger selber ran. Viel häufiger steht ihr vor Problemen, die ihr vielleicht auch selber nicht lösen könnt und ihr wisst dann nicht so recht, an wen ihr euch wenden könntet. Habt ihr viele Kontakte, ist es viel einfacher. Da könnt ihr dann auch mal zwischen unterschiedlichen Freunden wählen. Der eine macht vielleicht lieber Sport, wenn ihr jetzt gerade keinen Bock auf Sport habt, dann wollt ihr lieber einen gemütlichen Freund, dann nehmen wir eben den gemütlichen Freund, ja? So in etwa. Jetzt ist es so, dass das beim Hirn eigentlich ziemlich genau gleich ist. Je mehr Kontakte, Verknüpfungen der Synapsen ihr habt, desto besser funktioniert das Hirn. Das sorgt dafür, dass ihr nicht nur schlauer seid, sondern auch gesünder. Da gibt es eine interessante Studie. Da hat man die ja noch relativ neuen Demenzerkrankungen getestet und überprüft, beziehungsweise die Menschen, die das haben, natürlich überprüft und hat festgestellt, das ist so ähnlich wie bei jemandem, der ins Koma fällt. Wenn man im Koma liegt, das wisst ihr, denke ich, dann macht der Körper ja eigentlich nichts. Ihr könnt nicht laufen, ihr seid quasi im Dauerschlaf. Und wenn ihr die Muskeln, die ihr habt, nicht nutzt, dann fallen die ein. Wenn man jetzt so wie ich aussieht, dann ist da ja nicht so viel dran. Dann passiert es natürlich viel schneller, dass da irgendwann fast keine Muskelmasse mehr vorhanden ist. Während so ein Bodybuilder, wo überall so mega Blups hat, bei dem dauert es ja viel länger. Genau dasselbe passiert im Hirn. Je mehr Verknüpfungen, je besser das Hirn funktioniert, desto länger dauert es, bis so eine Demenzkrankheit sich tatsächlich mal bemerkbar macht. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der total viel mit seinem Hirn macht, am Ende nicht an Demenz erkrankt oder so. Nein. Aber es kann sein, dass die Veranlagung ist da und die Krankheit ist ausgebrochen. Und das kann man im Hirn auch nachweisen. Aber bei der Person merkt man noch nichts. Das heißt, die kann quasi an Demenz erkrankt sein. Man merkt nichts und sie stirbt ganz normal. Aber eigentlich war sie demenzkrank. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr, ich hoffe, Inständige habt nicht, aber ich denke, der ein oder andere hat Erfahrung damit, wie das ist, wenn man jemanden kennt, der Demenz hat. Ich kenne es auch. Das ist nicht schön. Aber es ist ja interessant zu wissen, dass man dem in gewisser Weise vorbeugen kann. Das stimmt so auch nicht, weil es gibt ganz viele unterschiedliche Demenzerkrankungen. Aber im gewissen Sinne vorbeugen kann, wenn man sein Hirn einfach trainiert. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Internet. Eine Frage zu stellen, um zu wissen, was man wissen will, ist super. Es hat aber ein Problem. Ihr kriegt eine Antwort. Das ist zwar genau das, was ihr wollt, und natürlich ist damit eure Frage beantwortet, aber ihr habt dafür nichts tun müssen, als eure Frage zu stellen. Ihr kriegt die Antwort und ihr versteht möglicherweise überhaupt nicht, wie es eigentlich zu dieser Antwort kommt, warum das so ist. Ihr kriegt halt eine Antwort, das hat euch völlig gereicht. Zum Beispiel fragt ihr, darf mein Lehrer mir das Handy wegnehmen und erst 2 Wochen später zurückgeben? Und die Antwort lautet, nein, darf er nicht. Da wollt ihr vielleicht noch wissen, wo das steht. Dann sage ich euch noch, wo das steht. Weiß ich jetzt nicht, wo das steht. In irgendeinem Schulgesetz, beziehungsweise in mehreren Schulgesetzen oder so irgendwie. Und dann noch in irgendeinem bürgerlichen Gesetzbuch, keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht auswendig. Und ihr seid zufrieden. Warum das so ist, wisst ihr jetzt ja aber nicht. Es wäre viel sinnvoller, wenn ihr statt konkret eine Frage zu stellen, euch mit dem Thema beschäftigt. Und das ist wieder was ganz viele aus Bequemlichkeit nicht machen. Es ist viel einfacher, eine Frage zu stellen, als die Suchfunktion zu benutzen, ein Thema einzugeben, was man wissen will, und sich erstmal das Thema anzueignen und dann von ganz alleine drauf zu kommen. Okay, gut, in dem Fall ist es ein blödes Beispiel gewesen, aber darf mein Lehrer das? Oder, wenn wir mal beim Hirn bleiben, wie funktioniert das Hirn eigentlich? Ich lese mir das jetzt mal durch. Ich warte nicht darauf, dass mir jemand sagt, wie funktioniert das Hirn. Ich kümmere mich selber drum. Das ist genau das, was Lernen ausmacht. Es ist nicht eine Frage stellen, eine Antwort kriegen, super, ich merke mir jetzt die Antwort, sondern es ist eine Frage stellen und sich dann schlau machen und dann auf die Antwort kommen. Und wenn man, nachdem man sich schlau gemacht hat, nicht auf die Antwort kommt, natürlich immer noch fragen kann. Und ich bin immer noch froh, wenn ihr fragt. Das ist echt wichtig. Aber für die Entwicklung von eurem Gehirn wäre es sinnvoller, wenn ihr statt zu fragen, ohne euch schlau zu machen, euch erst schlau macht. Das braucht viel mehr Zeit, also ist viel aufwendiger. Das ist auch nicht unbedingt von Erfolg geprägt, aber für die Entwicklung des Gehirns ist es wichtig. Und es ist besonders deshalb so wichtig, weil als Kind bzw. als Jugendlicher ist da oben ja noch richtig viel Bewegung. Wenn man da mal erwachsen ist, hört es immer mehr auf. Weil, naja, man kann eigentlich alles, es kommen jetzt noch ein paar neue Sachen dazu, aber
Ja, mich faszinieren viele Dinge nicht mehr so sehr wie ein Dreijähriger, weil, naja, das ist halt, es ist halt nichts Besonderes, weil ich kenne das jetzt, ich weiß, wie es funktioniert. Und ein Dreijähriger, der kann stundenlang nur Schmetterling zugucken. Und ich denke mir, ja, toll, Schmetterling. Ich gucke auch gerne Schmetterling zu, aber bei den meisten Erwachsenen ist das dann auch schon nicht mehr so. Und man merkt, und das ist das Schlimmste daran, wie sehr euch das beeinflusst. Ich mache ja meine Lernvideos. Nee. Was auch immer du im Wald siehst, du bleibst mal schön hier. Geht, ja. Meine Lernvideos, die sind ja nicht lang. Also die alten, die sind ja teilweise nur über 10 Minuten lang, aber die neuen, die sind ja selten länger als 5 Minuten. Und ich habe das oft, dass ich irgendeine Frage in einem Video erkläre und in den Kommentaren wird mir genau die Frage gestellt. Das heißt, es ist, manch einer von euch ist nicht mal in der Lage, 3 Minuten aufmerksam ein Video zu gucken, sondern will einfach nur die Frage beantwortet haben. Nur um dann wieder eine neue Frage stellen zu müssen, die er auch nicht stellen müsste, hätte er das Video geguckt. Und es wird immer schlimmer, weil nämlich manch einer, also neulich erst wieder, meint, nach Sachen zu fragen, die ich längst erklärt habe. Man müsste die Suchfunktion nutzen, dann würde man es finden. Was sitzt du jetzt auf einem Fuß? Oder auch zu meinen, dass man total komplexe Themen mal eben innerhalb von einem Tag erklären könnte. Mach mal schnell ein Video, ich brauche das morgen früh. Schreibt er mir abends. Ich sehe es natürlich erst am nächsten Morgen, weil ich zu einer normalen Uhrzeit, wie ich finde, 10 Uhr abends, zwischen 10 und 11, eigentlich im Bett bin. Völlig utopisch, aber ganz normal. Also für mich ist das stinknormal und es ist erschreckend, wie oft das passiert. Und es ist keine Ausnahme. Es ist die Regel. Und es ist erstaunlich, dass so wenig an Hirnfunktion scheinbar vorhanden ist, dass man noch nicht mal auf die Idee kommt, wenn ich abends um 11 jemandem sage, mach mal bis morgen ein Video, dass das überhaupt nicht geht. Das ist ja nicht, das Video dauert vielleicht nur 3 Minuten. Aber bis das fertig ist, dauert was länger. Und das ist das, was man in Studien immer wieder rausfindet, dass eben die Entwicklung des Gehirns, besonders in der Kindheit und im Jugendalter, ganz furchtbar negativ beeinflusst wird dadurch, dass Kinder und Jugendliche zu viel mit modernen Medien, besonders mit dem Internet, zu tun haben. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass ich glaube noch 5% der Kinder unter 2 Jahren nachts um 12 noch Fernsehen gucken. Da bin ich im Bett. Um 12? Unter 2 Jahre? Ich meine, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht so genau, was die nachts machen. Aber das habe ich noch nie gehört. Ich kenne keinen, der mir erzählen würde, oder bei dem die Kinder um die Zeit noch wach sind. Die sind vielleicht, können mal nicht schlafen oder so und kommen dann zu dir ins Bett. Ja, aber vor dem Fernseher parken? Was? Und das Problem ist natürlich, man weiß nicht so genau, wie sich das letztendlich im Erwachsenenalter entwickelt. Aber ich finde, wenn man weiß, dass es möglicherweise negative Auswirkungen hat, sollte man schon so weit unterwegs sein, zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal ein bisschen mit diesem Thema. Wie wirkt sich diese Nutzung vom Internet, diese intensive Nutzung und auch dieses, das finde ich so furchtbar, habe ich erst an einem Geburtstag von einer Weile wieder gehabt. Die Leute sitzen nebeneinander und unterhalten sich per WhatsApp oder was auch immer es für eine App war. Und ich sitze dann da ohne Smartphone und kann nicht mitreden, obwohl die Leute in einem Raum an einem Tisch sitzen. Mach doch das Smartphone weg und lass uns quatschen. Da hätte ich ja nicht kommen brauchen, nur wegen Kuchen. Gibt's nicht, ey. Das geht nicht. Das ist eine moderne Form und das ist sicherlich interessant, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb habe ich mich mit dem Thema auch beschäftigt, weil ich möchte ja schon auch verstehen, warum ihr das so macht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich meine, wie gesagt, ich bin 28. Ich bin jetzt auch mit diesen neuen Medien aufgewachsen. Keine Ahnung, wie sich das auf mein Hirn auswirkt. Will ich, glaube ich, auch gar nicht so genau wissen, aber ich weiß es. Und darum gibt es eben so Dinge, wo ich sage, dann nutze ich mal bewusst das Internet nicht. Ich habe kein Smartphone. Auch wenn ich ab und an denke, oh, jetzt wäre ich praktisch, jetzt eins zu haben. Ich navigiere nach wie vor, wenn ich auf Wanderschaft bin, so wie jetzt mit Karte und Kompass. Auch was ganz viele überhaupt nicht können. Was ja nicht so schlimm ist. Ich meine, ihr sagt jetzt, ja, ich habe ja Navi. Ja, klar, gut, hier im Wald wird es euch jetzt nicht unbedingt was bringen, weil der Empfang ist hier nicht so ideal. Und da gibt es übrigens in Deutschland viele Stellen. Da kommt dann wieder so ein Gegenargument, ja, was will ich denn im Wald? Okay, gut,
Darum geht's aber gar nicht, wenn man nicht mit einer Karte navigieren kann. Und das merkt man an vielen Leuten, die heute Navi nutzen. Die sind total verloren, wenn ihr Navi mal irgendwie nicht funktioniert. Weil sie nicht mehr wissen, die können sich einfach quasi die Karte, die sie vor sich haben, nicht im Real Life vorstellen. Ah ja, okay, eine Straße links, zwei Straßen links, ist ja eigentlich nicht schwierig. Und dann fährt man los, eine Straße links, zwei Straßen links. Ist es jetzt eine Straße? Ah, Mist, was war auf der Karte? Muss man nochmal anhalten und gucken. Fürs räumliche Vorstellungsvermögen eine kleine bis mittlere Katastrophe. Also in dem Sinne, das wollte ich euch einfach mal erzählen. Das ist also jetzt weniger ein Meinungsvlog, so wie sonst. Weil ich doch finde, dass ihr es zumindest mal wissen sollt. Ob ihr da jetzt euch für weiterhin interessiert oder nicht, ist natürlich eure Sache. Ich hoffe, weil ich nicht will, dass ihr irgendwann so ein bisschen seid und möglicherweise auch viel früher als andere dann wieder an diversen Krankheiten erkrankt, die eben das Hirn befallen und viel früher sterbt, weil da nichts ist, was das Hirn noch weiter, was die Krankheit noch weiter beeinflussen könnte. Wäre ja am Mist. Aber ich will auch, dass ihr vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt, ob das eigentlich so cool ist, wenn man im Internet einfach alles mal geschwind nur überfliegt und bei nichts so wirklich dabei ist und drei Sachen nebenher macht und dann Fragen stellen muss, die man nicht stellen müsste, wäre man von Anfang an aufmerksam gewesen, was einem ja letztendlich nur Zeit kostet. Also ist, manchmal muss ich mir echt an den Kopf fassen bei Kommentaren. Aber ja gut, so ist es heute halt. Ändern kann ich es nicht, aber ich kann euch darauf aufmerksam machen und das habe ich hiermit getan. Und ich hoffe, ich gehe mal gucken. Komm, wir gucken gemeinsam. Kocht mein Wasser. Nein. Ich habe jetzt aber Hunger. Ciao.